Hallo, guten Tag. Hm, wer ist da? Oh, schon wieder dieser Typ, der das Geld für den Frack kassieren will. Ich habe doch gesagt, ich bezahle nächste Woche. Wovon reden Sie? Dieser verrückte Wissenschaftler ist wirklich verrückt. Bringen Sie denn nicht die Rechnung für den Frack? Nein, ganz bestimmt nicht. Auch keine andere Rechnung? Nein, auch keine andere. Dann scheren Sie sich weg, ich bin beschäftigt. Nichts. Das Gerät kommt mir bekannt vor, aber woher? Das klappt nicht. Könnten Sie dieses Gerät reparieren? Es ist kaputt. Was denken Sie sich, dass ich Handwerker bin? Ich bin ein seriöser Wissenschaftler. Verrückt, aber seriös. Wenn Sie einen Handwerker brauchen, gehen Sie zu Dr. Moreau. Das ist ja schade. So kann ich mich nicht aus der Kinowelt teleportieren und in die Wirklichkeit zurückkehren. Mir doch egal. Moment mal, haben Sie mich teleportieren gesagt? Ja, so ähnlich. Möchten Sie einen Blick darauf werfen? Interessantes Gerät. Es wäre eine Herausforderung. Nein, ich muss mich jetzt konzentrieren. Ich gebe meinem Experiment gerade den letzten Schliff. Ein neues Experiment? Mit welchem Ziel? Es ist etwas Unglaubliches. Das Höchste. Der Gipfel wissenschaftlichen Unternehmensgeistes. Die größte Schon gut, schon gut. Verraten Sie es mir nun oder nicht? Pure Ignoranz. Es geht ums Wiederbeleben. Und zwar von Ibanensteins Braut. Was war denn das? Ein Blitz? Boris, hast du ihn erwischt? Blöd, Mann. Ich warte seit 3 Jahren auf die nötige Energie für das Wiederbeleben und du verpasst den Blitz, Rindvieh. Friede jetzt. Ganz ruhig. Ist die Batterie leer oder was? Wenn das alles wäre. Ich brauche 0,22 Gigawatt und die Radiobatterien geben nicht genug her. Ach, und das ist noch nicht alles. Verdammtes Experiment. Alles geht schief. Na kommen Sie. Erzählen Sie mir, was los ist und was Sie brauchen. Weinen Sie nicht, Sie sind doch erwachsen. Sehen Sie, außer Strom brauche ich eine Frauenleiche und ein Gehirn. Naja, und natürlich einige Schrauben, damit die Schädeldecke hält. Ich verstehe schon. Und ich dachte immer, Bakterius sei plemplem. Sehen Sie mal, wir können da was tun. Jeff ist auch in der Gegend, wir beide können Ihnen alles bringen, was Sie brauchen. Und im Gegenzug reparieren Sie unser Teledingens, okay? Einverstanden. Aber denken Sie daran, Sie müssen mir alles bringen, bevor die Sonne aufgeht. Warum das? Weil... ich weiß auch nicht warum. Aber sowas sagt man doch im Horrorfilm, oder? Vergessen Sie nicht, wo wir sind. Ich glaube, der bringt die Maschine zum Laufen. Innen sieht's bestimmt noch schlimmer aus als außen. Das Gesicht kommt mir bekannt vor. Das Ding sieht teuer aus, ob es schon bezahlt ist. Völlig sinnlos. Nein, davon kriege ich Krämpfe. Man darf Elektrisches nicht mit bloßen Händen anfassen. Ich könnte einen Schlag bekommen. Da tut sich nichts. Hallo, Herr Dr. Ibanenstein. Wie laufen denn die Experimente? Wenn ich ehrlich bin, so lala. Ich habe alles vorbereitet, aber bis ich nicht alles habe, was ich brauche, kann ich nicht anfangen. Haben Sie Verwandte, die auch Dr. Irgendwas Stein heißen? Aber klar, Viktor von Frankenstein ist mein Vetter ersten Grades. Sind alle in Ihrer Familie verrückte Wissenschaftler? Selbstverständlich. Schon in der 3. Generation. Unser Großvater war ein verrückter Wissenschaftler, unsere Väter waren verrückte Wissenschaftler und wir sind verrückte Wissenschaftler. Und wenn alles gut geht, werden unsere Nachkommen auch verrückte Wissenschaftler. Und woher kommt diese Besessenheit für das Forschen in Ihrer Familie?
Die ist genetisch bedingt. Schon als Kind war ich davon besessen, etwas zu schaffen. Einer Figur Leben einzuhauchen, die bei allen Bewunderung auslöst. Und warum das? Wegen der Tantiemen natürlich. Können Sie sich vorstellen, wie viel ich mit Urheberrechten verdienen kann? Merkwürdig. Jetzt, da Sie es sagen, erinnern Sie mich an jemanden. Wie war noch Ihr voller Name? Francisco von Ibanenstein. Das hatte ich mir gedacht. Dann gehe ich jetzt mal. Auf Wiedersehen! Schön, aber was soll ich damit? In dem Steuerpult stecken 4 Schrauben. Ich denke, es wäre nicht so schlimm, wenn ich die 2, die der Doktor braucht, entferne. Ich lasse die anderen beiden ja drin. Bei Alcatrofasoft und Crimson Cow benutzen alle ihre PCs so und nie ist was passiert. Hallo? Zitterstablicher. Ich werde dir das Blut aussaugen. Meinetwegen. Tun Sie sich keinen Zwang an. Soweit es nur ums Blut geht, meine ich. Oha. Das ist aber anstrengend in meinem Alter. Warum habe ich bloß jemals unterschrieben, dass ich unsterblich sein wollte? Mist. Sie wissen schon, es kann nur einen geben. Oh, entschuldigen Sie meine Unhöflichkeit. Ich bin Graf Dracula. Haben Sie Graf Dracula gesagt? Das wunderbare klassische Grafik-Adventure von Alcatrofasoft aus dem Jahre 1995? Sind Sie der Dracula, höchstpersönlich? Nein, nein, Dracula, nicht Dracula. Ach so, wäre ja auch ziemlich offensichtliche Schleichwerbung gewesen. Geschmacklos. Der ist ausgeschaltet. Nein, um diese Zeit senden Sie nur Reklame mit Chuck Norris, der Geräte fürs Krafttraining verkauft. Ein erfreulicher Anblick, muss ich sagen. Nada, geht nicht. Sogar die Beißerchen sind die Dritten. Dieser Dracula müsste eigentlich in die Geriatrie. Ich glaube nicht, dass der Vampir sehr glücklich wäre, wenn man ihm die Zähne nimmt. Wow, diese Erzählungen über Untote jagen mir kalte Schauer über den Rücken. Ich weiß, dass ich mit der Jacke wie ein Bestatter aussehe, aber ich fasse den Sarg trotzdem nicht an. Der Arme, der ist so alt, dass er nicht mal einen Goldfisch erschrecken könnte. Sie ist mit Sauerstoff gefüllt. Sie sind mit Helium gefüllt. Sie sind mit Helium... Darf ich etwas Sauerstoff aus Ihrer Flasche haben? Nein, ich brauche ihn. Ich ziehe meine Kraft aus Blut. Aber da ich jetzt keines mehr trinken kann... muss ich vorbereitet sein. Aha, das war eine etwas merkwürdige Ausrede, aber ganz wie Sie wollen. Entschuldigen Sie, Graf D. Ja, was wollen Sie? Gehört das Schloss Ihnen? Ja klar, zumindest steht es so im Vertrag. Sie müssen Geld wie Heu haben. So ein Schloss gibt's doch nicht gerade im Sonderangebot. Ach was, es war überhaupt kein Problem, es zu kaufen. Ich habe es in Raten bezahlt. 1342 Raten, um genau zu sein. Wenn man unsterblich ist, gewähren sie einem sehr, sehr lange Hypothekenlaufzeiten. Sowas? Ich dachte immer, Sie seien reich. Das wäre ich schon gerne. Aber nein, ich bin es nicht. Aber ein Vampir, der nicht in einem finsteren, dunklen Schloss wohnt, wird von keinem ernst genommen.
Können Sie sich vorstellen, dass ich in einer modernen Villa im Regierungsviertel wohne? Oder in einem Reihenendhaus in Hannover Mitte? Hätten Sie dann Angst vor mir? Wenn Sie so fragen, in dem Fall vielleicht doch. Wozu haben Sie denn einen Spiegel aufgehängt, wenn Sie sich gar nicht drin sehen können? Mein Innenarchitekt war nicht umzustimmen. Er sagte, damit würden die Zimmer größer aussehen. Darf ich das haben? Nehmen Sie nur, wenn Sie wollen. Mir ist es egal. Dann bedanke ich mich. Sag bloß, Graf Dracula! Wer? Welche Freude! Ich bin nämlich Ihr größter Fan! Ich kenne alle Ihre Filme auswendig, sogar die schlechten aus den 70er Jahren. Die Rache des Dr. Fu Manchu, Dracula 1970, einfach alle! Ich bin so glücklich! Ich habe mir immer gewünscht, Sie kennenzulernen. Ach, hören Sie auf! Fürchten sollen Sie sich! Ich bedrohe Sie gerade! Wie? Ah, Entschuldigung. Ich habe Angst! Besser so. Lassen Sie es gut sein. Die Zeit geht eben nicht spurlos an uns vorbei. Sie werden unsterblich sein, hieß es. Na, danke schön. Der hat alles ausgesaugt, was er überhaupt aussaugen konnte. Wie geht es Ihnen, Graf? Können Sie mir ein Autogramm geben? Nein, junger Mann, ich gebe keine Autogramme. Ich bringe Leute um. Hören Sie, ich bin Agent. Das bedeutet, dass ich auch eine Lizenz zum Töten habe. Geben Sie also nicht damit an. Ehrlich? Naja, nicht ganz. Eigentlich überhaupt nicht. Das ist eher James Bond. Bei der TIA gibt man uns nur die Lizenz, die Erfindungen von Bacterius zu probieren. Reflexiv, aber dasselbe. Ich hatte gehört, dass Vampire auf ewig jung bleiben. Das hatte man mir versprochen. Aber sehen Sie mich an. Taufrisch sehe ich bestimmt nicht aus. Wenn ich ehrlich bin, Angst jagen Sie niemanden ein. Statt wegzulaufen, möchte man Sie ins Heim abschieben. Sehr witzig, dass ich dich lache. Aber ich bin einen Pakt mit dem Teufel eingegangen, um ewig jung zu bleiben. Und der Mistkerl hat mich über den Tisch gezogen. Was haben Sie denn erwartet? Wenn man einen Pakt mit jemandem eingeht, dem nicht zu trauen ist, kann man doch nur betrogen werden. Jetzt bin ich auch schlauer. Und trinken Sie kein Blut mehr? Aber nein. Ich trage jetzt ein Gebiss. Und damit geht es nicht. Und ich habe solchen Durst. Vampir zu sein macht absolut keinen Spaß. Früher hat mir mal wenigstens mein Diener Blut im Glas mit Strohhalm serviert, damit ich es trinken konnte. Aber seit er gestorben ist, ist er sehr schweigsam geworden und bringt mir gar nichts mehr. Bis bald, Graf D. Hier haben Sie ein Glas Blut, Graf D. Vielen, vielen Dank. Aber ich habe nicht die Kraft, um aus dem Glas zu trinken. Könnten Sie mir nicht einen Strohhalm organisieren? Ich werde hier noch zum Altenpfleger. Darf ich etwas Sauerstoff aus Ihrer Flasche haben? Nein, ich brauche ihn. Ich ziehe meine Kraft aus Blut. Aber da ich jetzt keines mehr trinken kann, muss ich vorbereitet sein. Aha, das war eine etwas merkwürdige Ausrede, aber ganz wie Sie wollen. Jetzt fehlt nur noch die Choreografie zum Erfolg. Das ist definitiv nicht Robert Redford. Ich habe als Spielzeug nur einen Stock mit einem Rad gehabt. Wie soll jemand von der Größe in so ein Bett reinpassen? La,
Ich glaube nicht, dass ich bei dem Lärm schlafen kann. Nein, ich störe ihn lieber nicht. Er komponiert gerade. Das klappt nicht. Nada, geht nicht. Da tut sich nichts. Das klappt nicht. Das ist ja staubiger als das Bett einer Toten. Völlig sinnlos. Sieht aus wie die Alte aus dem Film Titanic. Ein Schaukelstuhl. Meine Großmutter hatte einen ähnlichen. Nichts. Ich hoffe, mein Gehrock wird später nicht danach riechen. Trockener als die Wüste Gobi. Das klappt nicht. Jetzt wird das Monster etwas richtig Schreckliches sehen. Das Monster war so hässlich, dass es seinen eigenen Anblick nicht ertragen konnte. Wie Ophelia. Liebend gern, ehrlich. Aber du wirst nicht glauben, was mir alles passiert ist. Man hat mir den Tauchanzug ohne Sauerstoffflaschen verkauft und ich schaffe keine 3 Sekunden unter Wasser. Nada, geht nicht. Völlig sinnlos. Völlig sinnlos. Jetzt fehlt nur noch... Nein, ich störe ihn lieber nicht. Er komponiert gerade. Wie geht's? Hast du das Lied schon fertig? Sehr gut. Danke. Vielen Dank für deine Hilfe. Mit etwas Glück habe ich es bis zum Abspann fertig. Hier, benutzen Sie die Spirale als Strohhalm. Vielen Dank. Gleich geht es mir besser. Trinken Sie nicht? Doch, sobald Sie weg sind. Ich trinke ungern vor Fremden. Außer natürlich, ich trinke deren Blut. Darf ich etwas Sauerstoff aus Ihrer Flasche haben? Einverstanden. Aber nur, weil Sie mir das Blut gegeben haben. Sie sind mit Sauerstoff und anderen Gasen gefüllt. Nichts. Das klappt nicht. Boah. Na gut. Vielleicht kann ich dort unten mit den Luftballons atmen.
Nada, geht nicht. Völlig sinnlos. Nichts Besonderes. Da tut sich nichts. Nein, ich störe ihn lieber nicht. Er komponiert gerade. Hier, ein Aal. Reicht der für den Strom? Ah, klar doch, der reicht. Hier, ein schönes, neues Gehirn. Perfekt, genau was ich brauche. Das klappt nicht. Jetzt fehlt nur noch die Choreografie zum Erfolg. Nein, ich störe ihn lieber nicht. Er komponiert gerade. Ich will aber nicht. Das Bild ist mir zu dekonstruktivistisch. Ich und Spielzeug? Und was mache ich damit? Soll ich es vielleicht essen? Nada! Hier nehmen Sie sie. Ich habe sie aus Ihrer Maschine geholt. Woher? Ah, prima. Daran hatte ich nicht gedacht. Aber ich denke, dass es funktionieren wird. Innen sieht's bestimmt noch schlimmer aus als außen. Hallo, Tag. Deine Mutter, Meister. Nur für den Fall. Hallo. Bitte? Wenn mich nicht alles täuscht, war das Indonesisch für "Ich möchte deine haarige Zahnpastasammlung streicheln". Ich glaube nicht, dass der Typ mit dem Buckel mich lässt. Vielleicht kann ich ihn zum Weggehen bewegen. Nichts. Hier, wollten Sie nicht eine Frauenleiche? Naja, die ist nicht ganz so frisch, oder? Sie ist sogar ausgestopft. Na, vielleicht reicht's. Legen Sie sie auf den Tisch. Das war doch alles, oder? Ja, ja, juhu! Endlich kann ich meine Schöpfung ins Leben rufen. Mach dich auf etwas gefasst, Welt. Jetzt kann mich niemand mehr aufhalten. Man wird sich immer an mich erinnern. Ich werde in die Annalen eingehen und... Stimmt genau. Sie werden sehen, wie glücklich die Verlagshäuser sein werden. Was für ein historischer Moment. Ach, ich weiß noch, als ich mein erstes Monster erschuf. Alle erklärten mich für verrückt. Leben aus dem Tod zu schaffen sei unmöglich. Aber hier bin ich, bereit allen zu demonstrieren, dass sie sich geirrt haben. Dass es keine Grenzen für einen schöpferischen Geist wie den meinen gibt. Mit diesen Bestandteilen und meinem perfektionierten Wissen kann nichts schiefgehen. Super. Wann fangen Sie denn an? Wir wären Ihnen sehr verbunden, wenn Sie das Teledingens reparieren könnten. Also, mir ist die Zeit hier sehr lang vorgekommen, auch wenn man es nicht merkt. Ich kann nicht mehr.
In Ordnung, aber Sie sollten wissen, dass Hektik kein guter Ratgeber ist. Ach, deswegen liebe ich meinen Beruf. Boris! Ja, Meister? Bereite dich vor und führe meine Befehle gewissenhaft aus. Ja, Meister. Alles ist bereit. Sie werden vor Ihren Augen das Wunder des Lebens sehen. Etwas, das Sie niemals vergessen werden. Sehen Sie zu und lernen Sie. Ich beobachte ja schon. Boris, schalte die Alkali-Batterien zu. Auf Wiedersehen, Licht. Muss ich weiter zusehen? Im Dunkeln ist das wirklich etwas schwierig. Nein! Verdammt, warum musste mir das wieder passieren? Boris, du solltest den Elektriker anrufen, habe ich dir gesagt. Oh, damit er die Installation überprüft. Ich bringe dich um. Ich bringe dich um. Ja, Meister. Meister, ja, Meister. Kannst du nichts anderes sagen? Nein, Meister. Das war was anderes. Sie... kein Wort. Beruhigen Sie sich. Ist doch verständlich, wenn man gerade sein Lebenswerk hat aufgeben müssen. Sowas aber auch. Und jetzt werden Sie wahrscheinlich erklären, dass Sie das Teledingens nicht reparieren können, bis wir Ihnen eine Menge weiterer Sachen für Ihr Experiment besorgt haben. Stimmt's? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe mein Wort gegeben und ich werde es halten. Warten Sie einen Moment. Ich repariere das Gerät sofort. Alle Achtung. Für einen verrückten Wissenschaftler ist er verdammt ehrlich. Ich muss im falschen Film sein. Hier ist es. Wie neu. Endlich. Endlich. Da mich nochmal die ganze Kabellage ist durchgeschmuggelt. Boris, wirf den Notstromgenerator an! Ja, Meister? Du sollst in die Pedale treten! Kurbel den Strom an! Ja, Meister! Genial. Jetzt muss ich nur noch Jeff holen und dann nichts wie weg hier. Fertig, Jeff. Das Teledingens funktioniert wieder. Gut, hat ja lange gedauert, aber es hat sich gelohnt. Und jetzt los, ich will nur noch hier weg. Wo sind wir, Jeff? Ich kann nichts sehen. Wem sagst du das? Wahrscheinlich ist das hier eine dunkle Dimension oder so. Meine Güte, ist das hier dunkel. Und ziemlich nass, rau, klebrig und eklig. Und müffelig. Hör auf, mein Gesicht zu begrapschen. Ups, entschuldige. Aber wenn ich was sagen darf, könntest du dich nicht mal rasieren? Ich gucke, aber ich sehe nichts. Das ist die Erfindung von... Ich gucke, aber ich sehe nichts. Scheint ein verdorbener Fisch zu sein. Dem Geruch nach würde ich auf Dorsch tippen. Okay, mal sehen, ob es funktioniert. Das klappt nicht. Ich gucke, aber ich sehe nicht. Eine Flasche. Vielleicht ist der Wein noch gut. Das ist ja Kaktussaft. Schmeckt ekelhaft. Ich gucke. Eine leere Konservendose. Ich probier mal. Lecker. Tintenfisch in Soße. Okay, mal sehen, ob es funktioniert. Okay, mal sehen, ob es funktioniert. Nada, geht nicht. Ich gucke, aber ich sehe nichts. Es ist ein Minibarfläschchen. Mal sehen, ob der Tropfen gut ist.
Oh, das ist ja Tequila. Viel zu stark für mich. Okay, mal sehen, ob es funktioniert. Ehrlich gesagt war das ziemlich eklig. Endlich etwas Glück. Sieh mal, wo wir gelandet sind. Das ist der Park eines gewissen Cretaceous. Der Typ muss ja Geld wie Heu haben, wenn alles so gigantisch ist. Da braucht man ja keine Brille mehr. Eins ist klar. Reiche Männer sind tatsächlich etwas exzentrisch. Hör mit dem Blödsinn auf, du Kasper! Das hier ist dein Dinosaurierpark. Hast du den Film nicht gesehen? Ich mag überhaupt keine Filme über riesige Reptilien. Ich gucke lieber Sissi und Peter Alexander. Komm schon, Fred! Das ist immer noch nicht der blöde Mumienfilm! Nimm das Teledingens in Betrieb, damit wir hier rauskommen! Oder funktioniert es etwa schon wieder nicht? Ist nochmal was kaputt gegangen? Nein, Jeff, ganz ruhig. Nichts ist kaputt gegangen. Alles ist intakt. Dann drück auf den Knopf und raus hier! Nein, es ist intakt. Liegt aber da oben. Es muss mir bei der Ankunft runtergefallen sein. Wie? Wir müssen dahin zurück, wo die Dinosaurier sind? Das befürchte ich, Jeff. Dann los, aber sei vorsichtig. Ich möchte den Bauch des Viechs nicht nochmal besuchen müssen. Was jetzt? Nähern wir uns ganz, ganz vorsichtig. Wenn ich mich recht erinnere, können Tyrannosaurier nur Dinge sehen, die sich bewegen. Dann reicht es, wenn wir uns nicht bewegen. Gut. Hol endlich diese teuflische Erfindung und hör auf, Unfug zu machen! Puh, hat der eine Laune? Da steht, willkommen im Cretaceous Park. Das Füttern der Dinosaurier mit Erdnüssen ist verboten. Tellereisen für Dinosaurier. Dinosaurierfalle. Sprühgift gegen Dinosaurier. Beruhigungsmittel für Dinosaurier. Hast du das Ding gesehen? Was für eine Riesenechse! Die ist ja länger als Ophelias Mastdarm! Mach mich nicht nervös, Fred. Das Vieh scheint harmlos zu sein. Außerdem sind wir vorhin nur aus Versehen in seinem Magen gelandet. Wahrscheinlich ist es ein harmloser Pflanzenfresser. Wie du meinst. Ich hoffe nur, ich habe kein Karottengesicht oder ähnliches. Ich will nicht als Nachtisch enden. In dem Fall wüsste ich nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Vor Freude. Sehr komisch, Steph. Sehr komisch. Du bist ja in Sicherheit mit deinem landläufigen Ruf als Unkraut. Setz dein Leben nicht aufs Spiel. Ist schon gut, ich höre schon auf. Aber du hast angefangen, wie immer. Wer kann jetzt diesen Fleischberg bewegen, damit wir vorbei können? Gesehen, Jeff? Er ist weg, ohne uns was anzutun. Klar doch, er hat uns nicht bemerkt. Tyrannosaurier sehen nur, was sich bewegt. Das ist der dümmste Spruch, den ich je gehört habe. Das funktioniert nur im Film. Und wo sind wir, Fred? Denk mal nach. Stimmt auch wieder. Sieh mal, da ist das Teledingens. Heiliges Bananenrohr! Nimm das Teil und lass uns verschwinden! Sehr schön. Und jetzt nochmal. Jetzt habe ich sie. Endlich ist das Teledingens kalibriert. Das nächste Mal, wenn sie es benutzen, werden sie tatsächlich im Film Die Mumie landen. Mal sehen, wo sie jetzt sind. Sieh an, laut Instrumenten sind sie unterwegs zu den klassischen Tarzan-Filmen. Oh nein, können wir sie nicht retten? Vielleicht sollten wir sicherstellen, dass alles funktioniert, bevor sie in Ägypten ankommen. Ich will es versuchen. Vielleicht kann ich was ausrichten. Aus der Ferne haben sie wie die beiden ausgesehen. Ich bringe sie um! Gut, wurde aber auch Zeit. Ich glaube, wir haben den Film über die Mumie erreicht. Von den ganzen Sprüngen von einem Film zum anderen habe ich Sodbrennen bekommen. Zuerst muss ich diese Wüste verlassen, die so...
Groß? Riesig! Teufel nochmal, und was jetzt? Das ist das Ende. Wir werden hier niemals rauskommen bei den ganzen Skorpionen. Wir werden verdursten, und wenn ein Beduine mit seinem Kamel hier durchkommt, wird er nur unsere Knochen aus dem Sand tragen sehen und... grundgütiger Mama! Was ist denn, Jeff? Sonnst du dich wie die Krokodile am Fluss? Ich weiß nicht, was so lustig daran sein kann, dass wir bald verdursten werden. Sieh mal, mein Mund beginnt schon auszutrocknen. Mir brennt die Zunge. Dann komm mit. Wir trinken ein kaltes Bierchen. Das hiesige ist nicht schlecht. Nilbrauerei, gutes Bier. Und woher weißt du das? Ich habe gerade ein paar getrunken. Ein paar? Wo? Hier? Nicht ganz, Jeff. Eher dort. Sowas. Aber sag mal, was hast du gerade gesagt, woran wir sterben würden? Ach, vergiss es. Nicht so wichtig. Es scheint so, als ob der Teleschrott von Bacterius endlich funktioniert hat. Endlich. Die vielen Filmsprünge haben mich müde gemacht. Hey, ich bin zu alt für den Scheiß. Hier ist der Plan. Du gehst nach links und ich nach rechts. Versuch, eine Spur zu finden, die uns zum Buch der Toten führt. Ganz egal, wie klein sie sein mag. Wir treffen uns in 2 Stunden wieder hier. Ich habe keine Uhr, Jeff. Woher soll ich wissen, wann 2 Stunden vorbei sind? Ich weiß nicht. Nimm dir eine Stange, steck sie in den Sand und mach dir eine Sonnenuhr. Das ist nicht mein Problem. Hör mit dem Blödsinn auf und beeil dich! Womit denn? Mit dem Spuren finden oder mit dem Sonnenuhr basteln? Mach, was du willst. Aber Dalli, wir haben doch keine Zeit.